Herzlich willkommen, liebe Freunde von Awesome, weil Octa Awesome wird's erst später. Wir sind in einer, ja, fast schon runden Folge 195. Heute ist Donnerstag, das heißt, in einer Stunde geht der Stream los. Also schon mal warm einpacken und jetzt ganz genau aufpassen, weil wir machen jetzt mal wieder was völlig anderes. Wir haben in der letzten Folge wir haben es geschafft, die Player-Position in den ganzen Rots zu persistieren. Das heißt, wir können jetzt mit unserem Player rumlaufen und dort, wo wir stehen bleiben, wo wir die Applikation beenden, dort wird der Player auch beim nächsten Start wieder auftauchen. Und das ist eine sehr, sehr coole Sache, weil wir dadurch jetzt natürlich nicht immer wieder rumlaufen müssen, sondern man kann eine schöne Stelle suchen und dort taucht man dann nachher auch wieder auf. Und das finde ich ganz, 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 ganz toll. Aber damit ist das Thema Persistierung für den Player vorerst auch erledigt. Nämlich bis zu dem Zeitpunkt, wo wir das ganze Persistierungskonzept auch nochmal aufgreifen. Weil im Moment haben wir natürlich ein sehr, sehr verwackeltes Konzept, wie Chunks persistiert werden, wie die Player persistiert werden, Planeten und Universe wird noch gar nicht persistiert. Also da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Aber das würde ich gerne gesammelt machen. Nämlich dann, wenn wir anfangen, alle Persistierungskomponenten gleichzeitig anzufassen. Und da kommt ja noch ein bisschen was auf uns zu. Gerade bei den Planeten wird es wahrscheinlich noch etliche Informationen geben, die wir wegspeichern müssen. Da kann euch der Patrick ein Lied von singen. Der kommt dann nämlich mit seiner Klimainformation und ich komme dann noch mit meinen ganzen Zeitgeschichten, Zeitzonen, all diese Sachen. Also es wird noch super, super, super spannend, wenn es um den Planeten geht. Vorerst sind wir ja nach wie vor noch statisch, was die ganze Sache angeht. Also im Moment haben wir ja nur einen einzigen Planeten, deshalb lohnt sich der ganze Aufwand noch nicht. Also Persistierung kommt. Was wir aber schon seit Jahrmillionen von Folgen angucken wollten, ist das Konzept der Extensions. Und wir haben ja im Prinzip unsere Architektur und unsere Code-Struktur schon so aufgebaut, dass wir mit Extensions arbeiten können. Ich habe jetzt hier auch schon den Solution Explorer offen. Wir haben ja schon diverse Dinge als Interfaces implementiert. Das heißt, wir haben einen iBlock, was quasi die Basis, das Basis-Interface für Blocks ist, iBlock-Definition, wir haben die iChunk-Persistence, wir haben die Map-Generator-Interfaces, das heißt, wir haben jede Menge Interfaces, die nachher als Extensions fungieren sollen. Oder was heißt, die Implementierungen dazu sind Extensions. Unsere ersten Extensions, die wir gemacht haben, sind auch schon eigene Assemblies und das war ja auch ganz, ganz wichtig, dass wir das schon mal exemplarisch richtig machen. Wir haben nämlich eine Assembly, die heißt Octa Awesome Basics und dort sind die ganzen Basisgeschichten schon drin, die nachher noch per Extension geladen werden sollten. Also es fängt dabei an, dass wir unsere ganzen Block Definitions da drinnen haben. Wo wir zum Beispiel Wood Block ist hier als Definition implementiert und zwar in einer eigenen Assembly, damit wir nachher die Sache aus einer eigenen Assembly rausladen können. Und das ist toll, finde ich. Wir haben aber auch schon eine Assembly implementiert, die heißt Octa Awesome Runtime, was quasi unsere überraschenderweise Runtime zur Verfügung stellt, um all diese Dinge, die wir zur Laufzeit laden wollen, auch wirklich zur Laufzeit angreifen kann. Und das sind so Dinge wie zum Beispiel die ganze Simulation. Hier ist also die World drinnen, der Actor Host, die Update Domains und allem drum und dran. Ja, und jetzt müssen wir mal anfangen, uns überlegen, wie wollen Extensions da reingebracht werden. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir nicht schon mal ansatzweise einen Extension Manager hatten. Ich dachte, wir hätten schon mal oder einen Block Manager oder irgendwas, was so ähnlich funktioniert. Weil ich war mir fast sicher, dass wir eine Entität hatten, die nichts anderes getan hat als Block-Definitions zu laden. Ich glaube, das war der Block-Definition-Manager. Mein Nachbar. Wo war der Block-Definition-Manager? Chat sagt auch gerade Block-Definition-Manager. Da ist er doch. Ja, Blindfisch, ich. Was der nämlich im Moment tut, und das ist ja im Prinzip auch genau das Ding, was nachher die ganzen Blocks zusammensammeln soll, der macht nämlich im Moment nichts anderes, als den ganzen Rotz hardcoded zurückzugeben. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen, dass dieser Extension Manager oder der Block Definition Manager genauso funktioniert, wie er im Moment implementiert ist und genauso, wie er von draußen benutzt wird. Darum haben wir den auch genommen. Weil der wird jetzt an allen Stellen verwendet, wo wir eine vollständige Liste aller Blöcke brauchen.
Das heißt, von der Code-Struktur her haben wir schon alles vorbereitet, damit das nachher funktionieren kann. Es gibt diesen Block Definition Manager, der hat einen Get Block Definitions und Sinn und Zweck ist, die vollständige Liste zurückzuliefern. Die Frage ist jetzt nur, wie können wir das zur Laufzeit berechnen? Oder wie können wir das zur Laufzeit laden? Und naja, im Moment verwenden wir ja .NET und .NET liefert uns eine ganze Reihe von Möglichkeiten, um das zu tun. Eine ganze Reihe heißt zwei und ein paar Frameworks, die das noch erweitern. Seit Anbeginn der Zeit hat .NET einen Mechanismus, der heißt Reflection. Ich gehe davon aus, ein Großteil der Leute, die jetzt im Chat sind, wissen, was Reflection bedeutet. Manche wissen es nicht. Deshalb kurzer Ausriss, was das bedeutet. Mit Reflection habe ich die Möglichkeit, nicht nur den Code zu benutzen, den ich einbinde von Assemblies, sondern auf eine Metaebene hochzuschreiten und den Code auch zu analysieren, mit dem ich arbeite. Das heißt, im Konkreten, also um ein ganz, ganz konkretes Beispiel zu machen, wir haben das hier auch schon mal mehrmals so halb explizit verwendet. Wenn ich zum Beispiel so ein Waterblock Definition habe. Water Block Definition. Dann habe ich die Möglichkeit, diese Definition zu instanzieren, indem ich sage, hier New Water Block Definition. Der Haken an der Sache ist jetzt, und das ist so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass wir mit einer typsicheren Sprache arbeiten, der Haken ist jetzt, ich muss Water Block Definition kennen, um es zu instanzieren, wenn ich das so machen will. Aber es gibt jetzt eine Möglichkeit auf einer gewissen Metaebene, ja, ich weiß, es gibt Neff. Ich weiß es doch. Ich weiß es. Komme ich gleich drauf. Um jetzt das auf dynamische Art und Weise zu machen, nämlich Instanzen von Dingen oder überhaupt Analyse von Typen zu machen, die ich noch nicht zur Designzeit, also zu dem Zeitpunkt, wo ich einen Code schreibe, kenne, gibt es die Möglichkeit, mit Reflection zu arbeiten. Und Reflection reflektiert quasi die Assemblies oder den Code, mit dem ich arbeite. Und reflektieren heißt, dass ich die Möglichkeit habe, verschiedene Codefragmente oder Assemblies in dem Fall, Libraries oder konkrete Typen einfach auf ihre Möglichkeiten und auf ihre Eigenschaften zu beobachten. So kann ich zum Beispiel jetzt hingehen und sagen, mich interessiert dieser Typ Water Block Definition. Weshalb ich mit Type of nicht den Water Block als Instanz oder als Objekt oder als Klasse anspreche, sondern hier kriege ich die Informationen über den Typ Water Block Definition. Und ja, diese Informationen sind so generisch oder so allgemein wie möglich gefasst, so dass ich die Möglichkeit habe, im Nachhinein mit Typen zu hantieren, die ich eben noch nicht kenne. Im Moment kenne ich das natürlich jetzt, aber ich zeige euch gleich noch eine Möglichkeit, Assemblies zu untersuchen auf verschiedene Typen. Und sobald ich dann mal so ein Type habe, das funktioniert übrigens auch mit Instanzen, also wenn ich dann so eine Water Block Definition habe, dann kann ich hier sowas machen, get type. Und get type gibt mir genau diese Metainformationen. Der Typ dazu ist einfach type, also da kommt jetzt type zurück. Und type hat jetzt diverse großartige Informationen. Es gibt noch eine Straw Poll. Was? Ob wir Math oder Reflection verwenden? Nee, das entscheide ich noch selber. Ich kann hier zum Beispiel rausfinden, wie der Typ heißt. Das ist ganz interessant. Nee, ich benutze nicht Math. Ich werde nicht Math benutzen. Ich werde kurz zeigen, dass es Math gibt, aber ich werde es nicht benutzen. Nee, wurde noch nicht angesprochen. Aber ich werde zeigen, wie Math funktioniert, aber wir werden für unsere dynamischen Nachladedinge die ganz klassische Reflection verwenden, weil es einfach. Nee. Weil ich das besser finde. So. Ja, Reflection ist okay. Lass dich nicht ablenken, danke. Okay, also fängt an mit dem Namen des Typen. Darüber kann ich dann rausfinden, wie das Ding heißt. Aber es geht dann halt so weiter, indem ich zum Beispiel rausfinden kann, ob ein bestimmter Typ ein bestimmtes Interface implementiert, zum Beispiel. Und das ist genau das, was uns für diese dynamische Nachlademechanismen interessant was es für uns interessant macht, das ist nämlich die Möglichkeit rauszufinden, einerseits, welche Interfaces dieser Typ grundsätzlich implementiert. Also ganz im Konkreten könnten wir jetzt nachschauen, ob die CressBlock Definition das Interface I Block Definition implementiert. Und das erlaubt uns dann rauszufinden, welche dieser ganzen Typen, die uns gerade zur Verfügung stehen,
tatsächlich die relevanten für uns sind. So. Wäre es interessant, über Attribute zu arbeiten? Und was? Ja, aber ja, klar. Bin noch nicht so weit. Können wir gerne machen. Auch die werde ich per Reflection auslesen und nicht per Math. Der Einwurf gerade, dass man nicht nur mit Interfaces arbeitet, sondern es gibt auch noch ein paar andere Möglichkeiten, diese Typen rauszufinden. Also gerade im Konkreten, der Julian spricht gerade an, dass wir verschiedene Attribute verwenden können, wie zum Beispiel als konkretes Beispiel gibt es die Möglichkeit, alles, was wir im Moment in der Block Definition haben, könnten wir theoretisch auch als Attribut auf den Block draufkleben. Unsere Block Definitions erlauben uns aber noch ein bisschen mehr Funktionalität, was mit den Attributen nicht funktioniert. Darum habe ich das nicht gemacht. Aber grundsätzlich kann man natürlich eigene Attribute, und Attribute sind diese Dinger mit den eckigen Klammern. Also hier, ja, genau. Keine Ahnung, den XML-Schnickschnack. Ich habe jetzt gerade keinen. Welches Attribut könnte ich denn? Ja, egal. Die Dinger, die man mit den eckigen Klammern da oben dran macht, mit denen kann man Typen noch zusätzliche Informationen aufkleben. Das ist ganz nett, wenn man solche deklarativen Geschichten dran macht. Also wir könnten zum Beispiel darüber steuern, ob es sich um einen transparenten Block handelt oder um einen nicht transparenten. Sowas zum Beispiel. Wir hatten ganz am Anfang, als wir mit den Block Definitions rumgehantiert haben, habe ich darüber nachgedacht, das mit Attributen zu machen, habe mich aber dann entgegen der ganzen Geschichte entschieden, weil wir hier in den Block Definitions halt Funktionalität implementiert haben, wie zum Beispiel die Auflistung der Textures oder, wobei das geht auch noch mit Attributen, aber aktiv Code auszuführen ist halt ein bisschen schwierig. Alright, so, zurück zu der Typgeschichte. Und das ist der Mechanismus, den ich verwenden möchte, um die Sachen zusammenzuflanschen. Und jetzt für alle, die jetzt gerade den Anschluss ein bisschen verloren haben, wenn es um das Thema MEV geht. MEV steht, glaube ich, für Microsoft Extension Framework oder so ähnlich. Das ist ein Framework, das mit ins .NET Framework gewandert ist, mit Version 3.5, wenn ich mich recht erinnere. Das ist quasi eine zusätzliche Erweiterung zu den normalen, also die Funktionalitäten, die das Framework sowieso hat. Das ist quasi, oh, Managed Extensibility Framework, danke. Oh, werde ich hier wieder Spitzfindigkeiten heute im Chat. Der Hammer. Managed Extensibility Framework für alle, die mit Microsoft Extension Framework nicht zufrieden sind, was effektiv das verdammte selbe ist. Ja, aber natürlich, habt ihr recht. Was uns die ganze Extension-Geschichte halt ein bisschen vereinfacht. Aber ich bin eben der Meinung, dass es nicht ausreichend vereinfacht, weil letztendlich muss ich zum Beispiel jeden Typen, den ich woanders laden muss oder möchte, mit einem entsprechenden Attribut versehen. Da muss ich das Export-Attribut oben draufkleben, damit andere, also diese Library-Loader, dass die entsprechenden Typen auch wirklich finden. Zum Beispiel. Das finde ich total nervig. Find ich total unnötig, weil letztendlich ist das Interface das, was mich interessiert. Und das Interface wird implementiert. Also warum sollte ich bitte nochmal ein Attribut dran geben? Kleinigkeiten, wirklich Kleinigkeiten. Das Laden der Typen funktioniert ein bisschen einfacher, weil eben dieser Container, dieser Library Manager oder wie das Ding heißt, da ist. Den lade ich einfach und sage, gib mir alles, was du findest vom Interface, bla. Aber unterm Strich haben wir eigentlich nicht viel gewonnen, wenn wir auf Math zurückgreifen. Und da wir hier im Moment sowieso alles zu Fuß machen, ich in AntMe auch alles per Reflection mache und wir mit Reflection einfach ein bisschen feinfühliger mit unseren Typen umgehen können, mache ich es jetzt einfach händisch. Vielleicht können wir früher oder später, ich glaube, der Mike hat uns da im Vorfeld schon mal einen Branch aufgemacht, damals noch auf CodePlex, der das Ganze per Math macht. Es spricht nichts dagegen, das mit Math zu machen. Absolut nicht, weil ich mache jetzt hier nichts, was mit Math nicht funktionieren würde. Also früher oder später können wir es gerne umstellen. Ich bin ein bisschen fitter beim Umgang mit den anderen Sachen, weshalb ich das jetzt einfach mit Reflection machen werde. Früher oder später können wir das vielleicht mal umstellen. Dann, wenn wir, ich glaube, im vollen Umfang begriffen haben, was wir mit unseren Extensions machen wollen, können wir, ja, gucken wir uns das einfach mal an, ob wir dann mit Math vielleicht die ganze Sache umstellen. Weil es ist nicht viel Arbeit, das Ganze zu machen. Und
Ja, deshalb werde ich jetzt nicht allzu krass die ganze Sache aufplustern. Ich habe versprochen, es geht schnell, also lasst uns mal weitermachen. Es gibt zwei Dinge, die wir tun müssen, um unsere Extensions nachher richtig zu laden. Im Moment ist es so, die Sachen sind noch hart referenziert, weshalb es ohne Probleme funktioniert. Also im Moment referenzieren wir hier auf die Basis-Library, das ist cool. Hier referenzieren wir auf Runtime, die brauchen wir hier auch, also das passt hier alles. Aber die Runtime referenziert im Moment noch auf Octo Awesome Basics und das darf nicht sein. Die Referenz hier ist eine harte Referenz auf eine vermeintliche Extension Library und hat da drin eigentlich nichts zu suchen. Das heißt, eigentlich fangen wir damit an, das hier rauszulöschen. Was dazu führt, dass wir automatisch jede Menge Compiler-Fehler kriegen, weil jetzt natürlich die ganzen Typen hier nicht mehr bekannt sind. Das heißt, wir haben an drei verschiedenen Stellen Ärger. Und ich habe, okay, zwei verschiedene. Da ist noch ein Using, das wir nicht brauchen. Möglicherweise, oha, Octo Awesome Runtime im Block Definition Manager. Okay, die Fehler beschränken sich alle auf unseren Block Definition Manager. Das heißt, wir haben gute Arbeit geleistet bei der Separierung der ganzen Definition. Also, das heißt, unsere Vorarbeit funktioniert schon gut, weil wir nirgends mehr mit konkreten Typen arbeiten, sondern wir arbeiten hier überall nur noch mit iBlock Definition und damit haben wir jetzt keinen Stress mehr. Jetzt müssen wir alles nur noch hier implementieren. Das ist aber alles Pillepalle. Wir müssen uns jetzt nur überlegen, an welcher Stelle wir die Sachen machen. Also es gibt jetzt zwei Sachen, die wir machen müssen. Einmal müssen wir ganz konkret die Datei laden, in dem die Datentypen drin sind. Das sollte am besten an der zentralen Stelle passieren, also in einem Extension Manager beispielsweise. Und im zweiten Schritt müssen wir diese Assembly, die wir da gerade dynamisch oder selber geladen haben, händisch geladen haben, die müssen wir auf die Typen untersuchen, die uns interessieren. Also im Konkreten, ich mache das jetzt hier mal inline, einfach damit wir das mal gemacht haben. Im Konkreten würde das bedeuten, ich arbeite mit der Klasse Assembly. Assembly. Die ist in System Reflection, sprechenderweise, das ist alles ziemlich cool. Und hier gibt es diverse Load-Funktionen. Die haben alle leichte Unterschiede. Also mal die groben Unterschiede bedeutet, ich kann ein Load machen oder ein Load-File, glaube ich. Die beiden haben eine ähnliche Funktionalität. Die laden nämlich nach einem anderen Mechanismus als Load-From. Mit Load und Load-File, da kann man sich ganz, ganz fiese Fallen stellen, da muss man nämlich aufpassen. Man kann zum Beispiel Load. Mit Load kann ich zum Beispiel einfach ein Assembly Name angeben. Oder einfach ein Assembly String. Das heißt im Prinzip das, was ich haben will, also die Datentypen. Und der Loader fängt dann automatisch an, im Global Assembly Cache zu gucken. Der fängt an, im lokalen Verzeichnis zu gucken. Was in dem Fall eigentlich gar nicht so schlecht wäre. Mal schauen. Also nutzt den normalen Ladeprozess von .NET. Und der kann unter Umständen echt ein bisschen Pain sein, wenn man nicht genau weiß, was der tut. Weil es gibt eine gewisse Reihenfolge, wie Assemblies gesucht werden, Files gesucht werden. Dann gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel, also schönes Beispiel, erst wird der GUC durchsucht. Nee, oder? Weiß ich gar nicht. Die Reihenfolge weiß ich gar nicht. Aber da werden zum Beispiel irgendwelche Unterordner gesucht. Genau. Sansero sagt es eben gerade schon, Unterordner namens Plugin. Jupp. Und das .NET Framework sucht auch aktiv in einem Ordner, der nicht näher benannt ist. Ich weiß gar nicht mehr genau. Also es gibt einen ganz, ganz eigenartigen Prozess, wie diese Files geladen werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Außerdem Load auch noch ein Problem sollte, und das hatte ich bei AndMe oft, wenn ich hier einen Datentypen angebe, sagen wir mal, und bei AndMe war das der Fall, AndMe.player. Das war zu den Anfangszeiten von AndMe so, dass die ganzen Ameisen-Templates alle denselben Namen hatten. Dadurch, dass alle dieselbe Datei kopiert haben, haben alle Dateien oder alle Ameisen denselben Typnamen. Das war dann AndMe.player.Ameise oder so, ich weiß nicht mehr genau. Und das hat dazu geführt, dass alle Datentypen denselben Namen hatten. Und in dem Moment, wo ich einen Multiplayer-Modus hatte, hatte ich plötzlich den eigenartigen Effekt, dass ich Player 1 geladen habe. Hab den Typen rausgeladen, hab dann Player 2 geladen und hab hier Assembly Load mit dem Datentypen gemacht, den ich eigentlich gebraucht habe. Und dann hat der Assembly Loader festgestellt, ich habe ja in meinem Speicherbereich schon einen Datentypen, der das kann, was du gerade brauchst.
und hat mir dann die erste Ameise wieder geladen. Das heißt, in dem Moment, wo wir auf den Standard-Ladeprozess von .NET zurückgreifen, kann es zu schrägen Effekten kommen. Das nimmt einem manchmal sehr, sehr viel Arbeit ab, aber es kann zu schrägen Effekten kommen. Weshalb es nochmal eine andere Variante gibt, nämlich diese Load From. Und Load From erlaubt mir die Angabe einer expliziten Datei, die definitiv so geladen wird, wie sie da ist. Egal, was im Speicherbereich schon vorhanden ist. Und das ist das, was wir brauchen. Und effektiv müssten wir sogar, und das würde ich jetzt mal ganz, ganz fies machen, File.directory, Entschuldigung. Die Zeit ist zu Ende, deshalb ich das erstmal hardcoded machen möchte. Entschuldigung. Das Ding heißt, wir suchen gleich noch die Assemblies dann aus dem Speicher, aus dem Dingensbereich raus. Aber im ersten Schritt möchte ich gerne das hier machen. Machen wir eigentlich schon was ganz Tolles? Machen wir nämlich schon den Build in ein gemeinsames Bin-Verzeichnis? Das machen wir schon. Das war wichtig. Das wäre der erste Schritt gewesen, sodass die Sachen wirklich alle in diesem Verzeichnis landen. Also das kann ich mal kurz zeigen, wenn ich das hier lösche. Skip, das ist der Debugger-Host, der ist immer aktiv. Wenn ich das Rebuild mache, dann landet mein Basics hier drinnen trotzdem hier rein. Das ist wichtig, dass diese Datei hier parallel zur Exe existiert. Wo ist die Exe? Ah, bildet natürlich gerade nicht. Entschuldigung. Aber das ist wichtig. Passiert dann nämlich nicht mehr, wenn die Assemblies nicht mehr hart referenziert werden. Dann werden sie nur noch gebildet, aber nicht mehr lokal zur Exe kopiert. Das ist der eigentliche Grund, warum ich nachher alles in einem zentralen Bin-Verzeichnis. Erinnert euch, wir haben irgendwann mal die ganzen Bildprozesse umgebastelt, damit wir nicht mehr jede Assembly in ihrem eigenen Debug-Bin-Blabla-Ordner die Sachen landen, sondern dass die alle zentral in unserem Bin-Ordner landen, ob wir die jetzt über Referenzen da reinbilden oder nicht, die landen alle da. Und das ist eine wichtige Sache, weil ab dann funktioniert nämlich Folgendes. OctoAwesome Basics hatte ich es mal genannt, .dll. So, die kommen jetzt da rein. Hoffentlich, bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich funktioniert. Das müssen wir mal kurz ausprobieren. Ich hoffe auch, dass es jetzt nicht knallt, wenn es keine Missing Reference. Irgendwas haben wir noch. Achso, ja, da ist noch ein Namespace. Ah, es wird natürlich noch komplexer. Wir haben natürlich die Map Generator noch nicht. Same shit natürlich an der Stelle. Oh, ob wir das jetzt noch schaffen in der Folge. Ich will nur kurz sehen, dass das hier funktioniert. Okay. Kompiliert. Jetzt haben wir das, wie gesagt, in unserem Bin-Verzeichnis zentral. Jetzt liegt die Exe hier und die OctoAwesome Basics auch parallel, obwohl sie jetzt nicht mehr referenziert sind. Das ist wichtig. In dem Moment, wo ich das Ganze starte, lande ich früher oder später hier drin. Wenn nicht vorher der Map Generator geladen werden würde. Sehr schön. Okay, also. Kleiner Umbau. Wir machen the same shit hier nochmal. Wie habe ich das denn hier im Block Definition Manager gemacht? Eine Liste, eine Static Liste. Okay, dann machen wir das hier auch so. Private Static List of I Map Generator. Dann machen wir es halt mit den Map Generatoren zuerst. Map Generators. So, selbes Konzept hier. Wenn die Map Generators noch nicht geladen wurden, dann laden wir die nach. Ich hau nicht Samstag eine Folge raus. vielleicht null. Ihr seid ja lustig. Und dann laden wir den ganzen Rotz und dann hauen wir Map Generators raus. So, und jetzt hole ich das mal eben kurz hier rüber, damit wir das mal ganz, ganz schnell sehen, dass das funktioniert, weil ich will die Folge gerne beenden. Wir landen dann hier. Nein, tun wir nicht. Achso. Das ist natürlich jetzt auch wieder hardcoded, klar. Aber in nächster Konsequenz machen wir natürlich einfach eine Schleife über alle DLLs in unserem aktuellen Verzeichnis. Also das ist die Idee dahinter. So, wir kommen hier hin. Der Load funktioniert vielleicht, vielleicht auch nicht. Es sieht gut aus. Was jetzt hier geladen wird, ist die Assembly. Das heißt, hier haben wir jetzt eine auf Metaebene Referenz auf die DLL, die wir hier gerade reingegeben haben. Und dadurch können wir jetzt weiterarbeiten.
Das heißt, ich halte das hier wieder an. Dann machen wir das erstmal mit den Map-Generatoren. Und ja, die Idee. For each. Ah, Punkt. Und jetzt get types. Jetzt kann ich nämlich über alle Types iterieren, die in diesem Ding hier drin sind. Aber ich glaube, ich kann vorher auch filtern. Also da gibt es diverse Möglichkeiten. Man kann hier zum Beispiel ganz konkret irgendwie verschiedene Sachen über das Modul abfragen. Aber das sind alles diese Assembly-Geschichten, die eigentlich gar nicht so wichtig sind. Man kann abfragen, welche Referenzen es gibt und so weiter und so weiter. Ja, genau, C++. Macht das mal in C++. Ja, das ist schon eine ziemlich coole Sache, tatsächlich. Es ist nicht unbedingt schnell, da muss man nämlich aufpassen. Reflection ist eigentlich arschlangsam, aber wir machen das ja nur einmal beim Startup. Also, getTypes wollte ich haben. GetTypes, und ich kriege hiermit eine komplette Liste aller Types in der Assembly. Und das sind viele. Also zum einen unsere eigenen, und ein Type ist wirklich jeder Scheiß. Und was hier außerdem mitkommt, und da muss man aufpassen, dass D kann das auch, C meinst du, hier kommen auch die Private-Sachen mit. Weil ich kann hier nochmal so Sachen abfragen wie ist Abstract, ist Array, ist ByRef, ist Class, ist Bla, ist Blub, ist Public, ist Blub. Also man kann hier alle Eigenschaften von verschiedenen Typen abfragen. Und deshalb würde ich im Vorfeld schon mal ein paar aussortieren. Ist Public, ist nicht public, and T ist, ich glaube, das war es im Grunde auch schon. Also auch selbst nested types sind hier drin, also man kann hier wirklich alle Sachen aus dem Ding rauslesen. Das geht so weit, dass man eigentlich reverse engineeren kann. Also das ist so ein bisschen der Nachteil, der dadurch auch mitkommt, dass man Assemblies halt völlig auseinandernehmen kann. So, ich nehme jetzt einfach mal, damit es schnell geht, die Sachen raus, die nicht public sind. Und dann prüfe ich, ob das entsprechende Interface verfügbar ist, was uns interessiert, das ist nämlich iMapGenerator. Und da gibt es jetzt eine kleine Krücke, die man benutzen kann. Es gibt nämlich, und jetzt muss ich den Spieß umdrehen, es gibt die Möglichkeit, aus dem Typ iMapGenerator rauszufinden, ob ein bestimmter Typ assignable ist. Und da gebe ich jetzt unseren Typen rein, und wenn das der Fall ist, dann bedeutet das, dieser Typ hier hat unser iMap-Generator implementiert und ist damit einer der Map-Generators, die uns interessieren. T. Das heißt, ich fummel hier jetzt nur noch. Ach so, Mist. Ich brauche eine Instanz davon. Auch kein Problem. Um jetzt aus diesem dynamischen Kram, und die Zeit läuft uns echt massiv davon, es ist echt schlimm, um jetzt aus diesem abstrakten Typen, den wir zu der Zeit gar nicht kennen, weil das ist nämlich wahrscheinlich der abgefahrene Complex-Map-Type-Generator von Patrick. Den kennen wir zu dem Zeitpunkt nicht. Aber wenn ich den instanzieren will, dann gibt es diesen Activator. Und der Activator kommt, glaube ich, auch aus Reflection. Bin mir gar nicht sicher. Ne, System-Activator. Ist tatsächlich eine Ur-System-Komponente. Und die erlaubt mir jetzt, eine Instanz von diesem Typen zu erzeugen, indem ich einfach den Typen übergebe. Type. Und das ist T. Man muss natürlich jetzt auf dem ganzen Weg sicherstellen, dass hier die Exceptions abgefangen werden und, und. Ihr kennt das ja. Aber das war's im Grunde. Achso, das Problem ist, dass CreateType jetzt erstmal einen Type zurückgibt, aber ich kann hier auch einfach den Rückgabeparameter festlegen, glaube ich. Nee, kann ich nicht. Nö, geht leider nicht. Das heißt, ich muss hier casten. Hier kommt jetzt eine Instanz zurück von irgendwas und ich weiß ja, habe ich ja vorher sichergestellt, dass, wenn hier eine Instanz zurückkommt, weil das kann zu Problemen kommen, zum Beispiel, wenn es keinen anonymen Konstrukt, keinen parameterlosen Konstruktor oder so gibt. Aber selbst für Konstruktoren gibt es dann nochmal diese Custom Data und dann gibt es bestimmt auch einen mit Parametern. Also der Activator schafft aus einem dieser Metatypen raus eine Instanz von irgendwas zu erzeugen. Und das ist der Moment, wo man dann wieder aus der Metaebene zurückkommt in eine konkrete Ebene, nämlich kriege ich hier eine konkrete Instanz von meinem Map Generator zurück. So, jetzt starten wir das Ganze nochmal, um zu gucken, ob das auch wirklich funktioniert. Wir durchlaufen alle Typen. Hier zum Beispiel der erste iBiome. Interessiert uns nicht. Ist auch nicht assignable, passt schon. So, jetzt komme ich mal an die Stelle. Jawohl, hier ist was assignable. Also T, was ist das? Complex Planet Generator.
Also, wie erwartet, der Map Generator, der hier drin steckt. Und von dem hole ich mir jetzt eine Instanz. Das knallt jetzt, weil der Map Generator die Liste nicht instanziert ist. Weißt du, dann machen wir hier mit diesem hochwissenschaftlichen Kram rum und scheitern daran, dass die Liste nicht initialisiert ist. Nochmal. Das brauchen wir nicht. Wir instanzieren und haben jetzt einen Map Generator als Instanz in unserer Liste. Und ab jetzt, ich hoffe, da sind noch nicht noch mehr drin. Das heißt, wir landen hier irgendwann. Oh, da ist noch einer. Wir haben zwei Map Generator hier drinnen. Jetzt ist natürlich die Frage, welchen wählen wir aus? Aber ist egal. Wir nehmen den ersten. Complex Map Generator, Planet Generator, das ist der von Patrick. Debug Map Generator ist der von mir. Das geben wir zurück. Und dann kann unser Map Generator, wir nehmen nämlich einfach den First, also der erste, der gefunden wird, das ist in dem Fall absolut richtige, Gott sei Dank, und können ab jetzt arbeiten. So, ich halte das jetzt an, der Timer ist tiefrot, das heißt, wir machen hier an der Stelle Feierabend und werden vielleicht doch noch eine Folge machen. Wir machen noch eine Folge. Wir machen noch eine Folge und machen das hier zu Ende, aber eigentlich sind wir durch. Mal schauen. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es dann heißt Let's Code Octo Awesome.